Hey Guys, hier ist Danny Michaels zu einem weiteren Kino-Review September. Und jetzt würde ich sehr gerne mit euch folgende 6 Filme durchgehen. Und zwar bewerte ich die mit Sternen von 1 bis 5, wobei 5 ist sackstark und 1 ist sackschwach. Angefangen bei Terminator Genesis. Wer kennt's nicht? Roboter, die von der Zukunft kommen und versuchen, Family Connor zu vernichten. Aber hey, eins vorweg noch. Für Actionfilme wird es heutzutage unhure schwierig. Ich meine, früher Terminator 2, 1991, wo dort mal ein Bus aber eine Brücke springt, denkst du dir so, oh my God! Wow! Was für ein Effekt! Heutzutage katapultieren die Busse so auf der San Francisco Brücke. Und man denkt einfach nur, oh my God, who the hell cares? Also wir sind wirklich sehr verwöhnt in der heutigen Zeit, was Action betrifft, CGI. Und wenn es wirklich nicht so voll over the top ist, wie zum Beispiel bei Fast 7, dann schlaft einem einfach das Gesicht ein im Kino. Wir sind wirklich verwöhnt. Aber eben, das nur einmal so ein bisschen am Rande, zurück zum Film. Ich finde es ein bisschen, naja, dass der Noldi, ich sage mir auch gerne, der schwarze Nägel, am Schluss einen auf Family macht. Was, Rassist? Nein, ich bin sicher kein Rassist. Ich habe ja selber nur Ausländer als Kollegen. Ich bin ja hey, ich bin auch ein Ausländer. Ja, mit dir hänge ich sie auch ab, du Aargauer. Ich meine, hallo, er ist ein Roboter. Hat kein Gefühl. Ist eine Maschine. Ist der Machine Man. Finde ich ein bisschen, naja. Ups. Hashtag Spoiler Alert. Aber was hingegen recht geil war, ist der Twist, dass der John Connor selber ein Sauhund ist. Aber hey, Hashtag No Spoiler, because das hat man alles im Trailer gesehen. Das war eigentlich ein schöner Twist gewesen. Schlussendlich ein solider Actioner, der aber jetzt sicher nicht in die History of Filmmaking je eine Rolle spielen würde. Von mir 3 Sterne. Und an dieser Stelle einen lieben Gruß an Peter, bevor es weitergeht mit dem zweiten Film vom heutigen Review, und zwar Magic Mike XXL. Wie soll ich das jetzt reviewen, ohne den Frauen zu nahe zu gehen? Nein, sorry, aber wirklich, der Film ist verschwendet. Während ich den ersten Teil noch recht geil gefunden habe, sogar mit aufgerundeten 4 Sternen bewerten würde, gebe ich dem Film etwa die Hälfte davon. Es hat genau 3,5 Szenen, die schauenswert sind. Und der Rest ist langweiliger Roadtrip. Aber hey, die Atmosphäre während dem Kino, im Kino, rundum alles wunderschöne Chicks, leck du mir. Also, hey, ich konnte wirklich über das Geschreien hinwegschauen, habe mich sehr wohl gefühlt, also so ein bisschen der Hahn im Korb. Und die Ladies nach dem Film sind natürlich schon parat gewesen. Nein, habe ich nicht. Ja, sprich doch selber eine an dort im Kino, mit drin, hallo? Selber Pantoffelheld. Nebst mir hat es vielleicht noch 2 andere Geier gehabt, die von den Trullas mitgezogen worden sind. Aber ansonsten wirklich ein Frauenabend gewesen. Und die haben schon den Plausch gehabt. Bodies sind wirklich geil von dem Film, aber der Film ist wirklich nicht geil. Von mir 2 Sterne. Selfless! Ich nehme es gerne von Anfang an weg. Es ist eine geile Story. Ein alter Mann gespielt von Ben Kingsley ist dem Tode geweiht. Weil alt, krank, zerbrechlich. Also entscheidet er sich, wieso auch nicht, er hat das Geld dazu für ein zweites Leben und er möchte in den Körper von einem jüngeren Mann steigen. Das macht er dann auch und bis dahin ist vielleicht ein Drittel vom Film gegangen. Ich hätte den Ben Kingsley gerne ein bisschen länger gesehen. Ich habe auch immer Freude, wenn ich ihn gesehen habe. Ich habe immer Lust, so ein bisschen auf den Kopf zu tätscheln. Auf jeden Fall, nachdem der Ben Kingsley im neuen Körper ist, kommt er nicht mehr vor. Und die neue Rolle übernimmt der Ryan Reynolds, gefällt mir auch sehr. Aber nachher, leider, ich muss es sagen, entpuppt sich der Film als ein hundsnormaler Action-Thriller. Das habe ich ein bisschen angefunden, sie haben so schön aufgebaut, das Ganze, storymäßig, und dann mündet es doch ein kleinen 0815-Abklatsch. Aber hey, den Film kann man sich geben, von mir kommt er 3 Sterne über. Fantastic Four! Sie haben eine neue Auflage gemacht von dem Film.
Und ist ja übrigens der erste Marvel-Comic überhaupt gewesen, 1961. Schwarz-Weiß auf Papier gebracht und die haben es neu verfilmt. Vier junge und talentierte Schauspieler besetzen die Rollen der Superhelden und die vier machen es wirklich nicht schlecht. Nichtsdestotrotz ist der Film scheisse langweilig. Es wird erzählt, wie es zum Ganzen kommt. Es wird erzählt, wie sie sich kennenlernen. Es wird erzählt, wie sie zusammen wissenschaftlern. Und nach 70 Minuten gehen, gibt es noch so einen 30-minütigen, actionreichen Abspann, wo sie in einem Paralleluniversum ihre Superheldenfähigkeiten einsetzen tun und gegen das Böse kämpfen. That's it. Na toll. 2 Sterne. Pixels! Alte Videogame-Charaktere greifen unsere Welt an und wollen sie vernichten! Ich kann den Film nicht objektiv bewerten, weil ich selber ein grosser, leidenschaftlicher Gamer bin. Ich kenne all die Monstrositäten, die liebevoll in meinem Herzen von der Jugend aufgewachsen sind. Das sind Pac-Man, Centipede, der Peter Pepper ist sogar noch vorgekommen von Burger Time. Hey, weißt du noch? Pfefferspray. Wusse! Galaga, Donkey Kong und alles, was du von früher kennst, 80er Jahre etc. Hey, mal kommen sogar Tetris-Bausteine vor im Film. Und das ist eigentlich, wohl es ist einer, Filmfehler, weil Tetris hat es erst in den 90er Jahren gegeben und der Film spielt doch in den 80er Jahren statt. Stimmt gar nicht. Der Film spielt nicht in den 80er Jahren statt, sondern in den 80er Jahren sind... Papperlapapp, schaut selber und bildet eure Meinung. Nein, also kurz, 1980 schickt das Video ins Universum auf, wo es all die Spielcharaktere drauf haben, die es halt damals gab, 1980. Und die kommen dann eben zurück und greifen den Planet an, als echt. Aber Tetris hat es eben noch nicht gegeben. Ich klug Scheiße das schon gern, wie etwas, was ich mal verstehe. Pfefferspray, Wusu! Es ist ein Adam Sandler-Film, es ist eine Komödie und auch der kuchenliebende Kevin James spielt wieder mit in seinem Film. Und ganz geil habe ich gefunden, dass Kevin James den US-Präsident spielt. Das passt so nicht, dass es wiederum passt und ich habe wirklich Freude gehabt. Nichtsdestotrotz, hey, sind wir mal ehrlich, gibt es einen guten Adam Sandler-Film? Drum, also mir hat der Film Laune gemacht. Hey, Kevin James, Games, was willst du noch mehr? Darum gebe ich ihm 3,5 Sterne. Ich, subjektiv. Wenn ich jetzt den Film müsste objektiv bewerten, würde er wahrscheinlich so 2,5 aufgerundet vielleicht noch 3 Sterne bekommen. Aber ich empfehle doch allen denen, die ein Games gespielt haben, Gamer sind und vor allem auch noch die Games, die vor 30 Jahren sind, kennen. Und schon kommen wir zum letzten Film. Er heisst Southpaw. Eins vorweggenommen, der Film hat mir gemundet. Es war wirklich ein geiler Scherben. Der Jack Gyllenhaal, das mal mit einem Hammer-Body einmal mehr, kämpft sich durch den Ring als Boxer und er kämpft sich auch durchs Leben, indem er um seine fast verlorene Tochter kämpft. Ich würde sogar sagen, es ist mehr ein Familiendrama-Film als ein Boxerfilm, ein Sportsfilm. Aber ist es nicht schon bei Rocky so gewesen? Und wer Rocky geil findet, findet den sicher auch geil. Achtung, der Film kann einem emotional nachgehen. Der Gilly zockt dann einmal mega ein in diesem Film. Es hat einen coolen Eminem-Soundtrack in diesem Film zum Trainieren, zum Boxen. Haben wir natürlich auch gerade runtergeladen. Und wenn ich da meine 15 Meter gehe joggen, lasse ich ein Stückchen laufen von diesem Lied. Das ist Musik von Rocky. Das ist Musik von Rocky. Rocky. I am forgiven! Every ounce of my blood and every breath in my lungs won't stop until I'm phenomenal. Von mir kommt er eine souveräne 4 Sterne über. Ich muss sagen, der Schluss war mir doch fast ein bisschen zu Hollywood-mässig. Nein, komm, also wirklich irgendwie ein verdammt Fight, ein harter Fight. Und am Schluss, wenn der Trainer ruft, so, jetzt hast du ihn, so 5-6 Sekunden vor Schluss, schlägt zu und BAM! Er schlägt und der andere liegt. Er beginnt.
Verrate ich nicht. Habe ich schon. Auf jeden Fall in dieser Szene habe ich gedacht, what? Aber hey, schust, 1A, den Film mal. Das wäre es wieder mal vom Kino Review September. Wenn ich euch einen Film empfehle, dann sehr gerne Southpaw. Bis zum nächsten Kino Review Oktober. Have fun. Haut dir die Filme rein, weil die drehen, hätten auch gerne, wenn sie jemanden schaut.